In diesem Sinne, wir starten rein in den React von Streamclips Germany, Folge 251. Nutzlosester Mitspieler. Also, ansonsten, wenn ihr das erste Mal reinschaut, gerne auf Twitch vorbeischauen, jeden Mittwoch und Donnerstag, 19.30 Uhr, wie auch immer. Und ansonsten lasst gerne einen Kommentar da. Ich habe nämlich auch die Kommentare vorher gelesen. Ich würde mein Bestes geben, dass, wenn ich jetzt die React anschaue, also beziehungsweise wenn ich jetzt das Video anschaue und darauf reacte, dass ich nicht bei jeder gefühlten Sekunde anhalte, sondern ich lasse jetzt mit dem Clip laufen. Ich lese mir die Kommentare durch, ja. Ich nehme es mir zu Herzen. Danke für die Kritik. Ich werde das auf jeden Fall versuchen zu bessern. Und, es tut mir sehr leid, wenn ich euch da irgendwie ein bisschen auf den Keks damit gegangen bin. Ich versuche mich zu bessern. So, und damit rein da. Hoppla, läuft schon. Habe ich schon mal direkt reingeschissen. Okay, also da seht ihr schon mal direkt auf der Messe mit Dress und Kitten. Was ist das jetzt? Das ist das hier. Okay, das packe ich weg. Wunderbar, wir starten rein. Hast du gerade auf meinem Team oder? Nein. Nein, Twitch habe ich nicht. Ja, herzlich willkommen bei Streamclips Germany. Liken, abonnieren nicht vergessen. Liken, abonnieren nicht vergessen. Aber wo hat sie drauf geguckt? Das habe ich jetzt nicht ganz mitbekommen. 5 Euro. Dito, das bin ich! Das bin ich! 5 Euro, Dito! Donation! Ich da raten. Oh mein Gott! Ist ja 5 Euro, Dito. In den Schritt. Auf die Schrift, okay. Nicht ah, ja. Spenden! Senden. Oh. Das Wort war senden. Das Wort dann war senden. Dann habe ich die Perücke nicht gefunden. Okay. Das Wort war senden, nicht spenden. Okay, ich verstehe. Okay, Suki hat sie verlesen. Ich verstehe. Okay. Spenden! Passiert. Passiert. Dann habe ich die Perücke nicht gefunden. Okay, also, ich muss aber auch zugeben, ich habe sie nicht gesucht. Aber ich habe sie auch nicht gefunden, weil... Ja, manchmal passiert das. Dann findest du einfach Sachen. Alles also, gut, alles gut. Alles ich lieb nur wirklich das Game. Und ja, also, Spiel. Eigentlich okay, wollte ich mich doch schon reindrängen. Wir machen normal. Ja, aber hier spielen irgendwelche Randoms mit, die ich nicht kenne. Hä, das sind deine Mods. Das sind, ach so. Guck mal, Ole. Ui. Alter, war das gerade, habt ihr das gesehen? Das war ein Triple Kill, holy, habt ihr das gesehen? Vorschaukammer? War das ein Vorschaukammer? Wieso schaue ich, warte mal, ganz kurz, bevor ich jetzt schon wieder falsch mache, ich schaue schon wieder auf den falschen Bildschirm, merke ich, ne? Verstehe ich nicht, wie kann man statt senden Dito lesen? Naja, der Gag war, dass ich halt 5 Euro, ne, Dito... Verstehst du? Keks kannst du nicht, ich bin 5-Euro-Dito. Ich spiele 5-Euro-Spiele. Hallo! Okay, so. Richtiger Bildschirm. Jetzt gucke ich auch wieder ins Bild und nicht mehr davon. Okay? Also. Wir haben hier auf jeden Fall Asta, Zhenyan und ihn hier kenne ich nicht. So. Rein da. Avocado. Mixer. Warum? Will er den Kern teilen? Oh, 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 nein, 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 nein. Okay. Ja, stark. Ist da ein Drache? Ja, ach, moin. Hast du gekippelt. Soll man dir mal Hallo sagen? Ja, moin. Okay, er fliegt weg. Halbdrache vom Feinsten. Au. Das ging aber sehr schnell. Wenn du Pupinus in der Luft auflevelst, dann kannst du direkt weiterfliegen. Hä? Wie kann ich die denn in der Luft aufleveln? Geht doch gar nicht. Super. Oh, ich ja, bin tot. Ich werde sterben. GG. Stark. Hast du auch das Dreieck gedrückt, oder? Stark. Siehst du, wenn ich dich Waschbär nenne, dann ist das gar nicht so gemeint. 1. April. Ja, das ist das Codewort für Tanuki. Habe ich auch gehört. Das Codewort für Kiki ist fette Bitch. Entschuldigung! Was? Ich bin nicht fett! Okay. Für was? Was mache ich denn jetzt? Hi, Maggie, meine Hände sind voll! Ja.
Ja, der Skelette quickly, ja. Scheiße! Was machst du da, Kitten? Okay, du bist voll mit Teig, aber... Also an der Stelle, ganz kurz, es gibt einen Trick. Wenn du voll mit Teig bist an den Händen, weil es klebt, nimm ein bisschen Mehl und mach den hier. Reib das einfach wieder runter. Hallo Bastelbude, grüß dich. Es sieht immer noch geschickt aus als ich. Ja, ich verstehe ja, dass du nicht alles mit dem Teig vollkleben willst. Aber du brauchst einfach nur ein bisschen Mehl. Halt immer so ein bisschen, so einfach so ein kleines Schälchen Mehl und dann kannst du das einfach easy wieder runter machen. Oder nicht? Mehl reiben, ja genau. Das mit der Avocado, dass sie halt einfach so durchgeschnitten wird, die musst du ja nicht komplett irgendwie durch den Kern schneiden. Das zerquetscht ja das untere Fruchtfleisch eigentlich, oder? Einfach schön einmal einritzen und dann einfach schön auseinanderdrehen. Ne? Geht doch auch. Warum nicht so? Viel weniger gefährlich. So, ich krieg schon Anxieties, wenn ich sehe, dass auf einem kippelten Schneidebrett geschnitten wird und während ich mit voller Kraft draufdrücke, das halbe Brett mir entgegenkommt. Alter. Puh. Warum? Okay, stark, stark. So, und ich muss einmal kurz strecken, okay? Das war ein cooler Effekt. Strecken! Hätte ich so auch noch nicht gesehen. Ohne Teig hätten weniger witzig. Ja, ja, verstehe. Einfach waschen? Ja, das wäre ja fast verschwendet. Irgendein Dummer fährt schon noch ein. Oh? 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 Oh! Oh. Ja. Den hat's erwischt! Oh. Ey, das blitzt aber voll früh. Okay. Das ist aber auch so ein Allmann-Hobby, oder? Ganz ehrlich, das hier ist doch einfach ein Allmann-Hobby. Du sitzt so da und das ist so Next Level Anzeigenhauptmeister. Ey, das blitzt aber voll früh. Okay. Das ist der passive Anzeigenhauptmeister. Und los! Hi, Missy, grüß dich. Spike in B. Und nimmst du einen Fuchs mit? Oder eine Karotte? Ich glaube, so eine Glowberry ist das, oder? Eine Glowberry? Gib die sofort her! Gib mir die Glowberry. Oh, oh, oh. Don't do it. Oh, der Fritzi Glowberry! Heimbo. Clap, clap, clap. Kann ich eigentlich auch. Oh, oh. Nein. Toss. Ey, Saru! Ey! Oh, ich hoffe, ich träume heute davon, wie Kratos seine Axt irgendwo reinrammt. Sayu, wollen wir noch mal reden? Stimmt, mach mal jetzt. Was war das? Sayu? Passspieltor. Ich kann hinten stehen und versuchen, die Leute... Los! Ich hab da vorne, pass! Will ich mich ins Tor bringen? Trag mich, ich hab den Ball! Ganz kurz, Freezy, danke dir für 8 Monate. Ich freue mich auf Freitag. Ich stehe mit Freezy auf dem Berg. Let's go! Ich kann mich neben dich stellen und ruhig. Funktioniert. Oh, die Kiara Cam. Oh, ist die süß. Oh mein Gott, du hast eine Katze. Wo ist eine Katze? Wo ist deine Katze? Ich sollte eigentlich auf den Trailer achten. Hast du eine Katze? Ich so, oh, da ist eine Katze. Erholung. Oh, hi. Okay. Ich glaube, hier geht's nicht gut. Ich bin ein Fisch auf dem Trockenen. Bitte packen Sie mich zurück ins Wasser. Nein, ich will das nicht. Hilfe, bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr, bitte helfen Sie mir. Aber Überraschungsdinner. In Japan gibt es sowas öfters, diese Darkroom-Restaurants. Du weißt schon, dass Darkroom was ganz anderes ist, ja. Mein Freund. Ja. Nein, es gibt wirklich diese Darkroom-Restaurants. Nein, das heißt nicht Darkroom-Restaurants, das heißt Dinner in the Dark. Ja. Ganz ja. Was anderes. Also, wenn es im Darkroom nach Fisch riecht, dann heißt das nicht, dass es was zum Essen gibt.
Kokain, Junge! Ich brauch Kokain! Gib mir Kokain! Fuck, was meine Nachbarn wohl denken. Ich denke auch, ich habe diese anderen Telefongespräche. Und jetzt mache ich das wieder, aber was ist, wenn ich mich umdrehe? Das sieht immer so lustig aus. Oh, da ist einfach ein Loch. Was? bitte was? Was habe ich gesagt? Fass mich. To give you up. From a devil's curve, slowly it's taken over me. Oh. Okay, jetzt bin ich aber gerade verwirrt. Warte mal. Also, ganz kurz, ne? Wir sehen hier gerade eine React von Rebecca Gold, die ich übrigens auch auf der Maxi kennengelernt habe, auf ein Video von einem Dude, der sie, ihr Vergangenheits-Ich begleitet auf der Violine. Ist es so ein Ding? Okay, cool. Oh. Da hätte ich aber noch mal cooler gefunden, wenn noch mal on top was draufgesetzt worden wäre. Also wenn Rebecca an der Stelle noch mal irgendwie eine Zweitstimme noch mal mit reingeballert hätte. Ist ja, dass sie quasi auf ihr Vergangenheits-Ich noch eine harmonische Zweitstimme ballert, plus die eine Gitarre, die dazwischen gemacht wurde. Das wäre sick. Und dann sitze ich hier als Kekko und laber einfach nur drüber, was ich mir gewünscht hätte, was in dem Fall cool gewesen wäre. Warum trage ich nichts dazu bei? Was? Oh mein Gott. Alter Scheiße, muss ich plötzlich pissen. Oh mein Gott, der Kaffee muss raus. Ach du Scheiße, ich bin gleich wieder da. Ich mach gleich für... Alter Scheiße! Wie süß das einfach ist. Guck mal, wie süß die ist. Das ist wirklich eine Feini. Hat er gerade auf mich draufgeschissen? Ja, süß gut. Die ist. Nein! So nicht! So nicht! Warte, warte, nein! Warte, Mund nein. Auf! Nein! Nein! Nein. Wow. Oh, das ist eine gute. Es ist einfach all over again. Jetzt will ich meinen alten Licht ausweichen, ne? Geh aber in die Kacke rein! Mann! Okay. Ob es noch jemanden gibt, den ich so attraktiv und so unsexy finde, wie Milchbaum. Lenzbahn, danke dir für den Follow, herzlich willkommen. Ich verstehe, was. Warum kommen die Alerts nicht rein? Warte mal, kam da gerade was? Da kommt nichts rein, ne? Die sind schon wieder dead. Ja gut, wir haben keine Alerts heute. Egal, weiter geht's. Aber danke für den Follow, ich hab's gelesen. Lenzbahn, danke dir und Freezy, danke für 8 Monate. So, Dr. Freud, Lefloid, bitteschön. Nochmal. Ob es noch jemanden gibt, den ich so attraktiv und so unsexy finde, wie Milchbaum. Weil ich verstehe, was du meinst. Übel gut aussieht, aber null sexy in meinen Augen ist. So völlig so asexuell, aber übel attraktiv. Ich verstehe, was er meint. Sie ist eine hübsche Frau, aber es ist so... Ja. Also das finde ich halt das Beeindruckende beim Milchbaum. Ja. Das ist voll fies. Nein, ich finde das an sich super genial, weil Milchbaum ja gerade darauf ansetzt, so einen Content zu machen. Das ist ja quasi eine Persona, ja. Aber so einen weirden Content zu machen, dass du letztendlich alle komischen Kerkos, die am Ende reinzippen würden, damit verschreckst, ist ja eigentlich schon wieder Five-Head, oder? So, also es ist irgendwie so ein bisschen lieb gemeint. Jetzt, es ist ein bisschen wie ein Autounfall. Du kannst dich hin, aber auch nicht weggucken. So, weißt du, wenn ich mir da diesen Clip anschaue, wo sie hier Nutella auf ihr Klopapier drauf packt, mit falschen Booty, weil sie das parodiert, was auf Twitch gerade abgeht, das ist verdammt genial eigentlich so. Es ist ultra genial. Ich respektiere Milchbaum als Mensch, als das, was sie an Content raushaut, aber ich fühle die Aussage, dass du das, obwohl es so ein attraktiver Mensch ist, halt einfach so unsexy findest, weil hier einfach so ein... Das ist der reguläre Content ist, wo sie dann auf einmal so einen abgehackten Kopf oder so ein Bein da hat und irgendwie dann damit so Schweinereien treibt. Ne? Ihr versteht, was ich meine. Finde ich auch fies. Was findest du auch fies? So.
Ich würde die Dro. Du würdest immer. Ich meine, ich finde die Dro auch mega hübsch, absolut mein Typ. Okay. Aber knallen würde ich ihn auch nicht. Was? Ist das fies? Verstehe das nicht. Was? Das geht hier gerade nicht um mich. Völlig so asexuell, aber übel attraktiv. Ich kann nicht hüpfen. Ich hab keine Ausdauer mehr. Ich hab keine Ausdauer mehr, du Pimmel. Ich kann's nicht. Deine Mutter. Chat, Patrick hat gerade meine Mutter angerufen. Meine Mutter kommt jetzt vorbei. Kann ich bezeugen, hier der liebe Doni auf der IPO. Wenn ihr damals auf der IPO gewesen wärt in Friedrichshafen, dann hättet ihr hier Doni live dabei zugucken können, wie er auf der Messe im Pool hockt auf einem Schwimmflamingo. Und ich habe ihn auch noch reingeworfen. Einen Clip später oder so. Ich weiß nicht, ob das vor oder danach war. In diesem Pool habe ich den reingeworfen. Stark, oder? Jan hat's reingeschafft? Wer ist Jan? Welcher Jan? Ist das Jan? Ich kenne das Doni. Hier, Doni, YouTube. Sieht, wie ich hier mit Unterhose, mit einem Sekt auf dem Flamingo sitze, in der Messe. Ja. Ach, Doni ist Jan? Na, ich verstehe. Das ist genial. Ach, guck mal hier, Bastelbudeband, du bist doch der mit der Kamera, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Der mit der Brille und der Kamera. Du warst doch auch bei der IBO, oder? Yep. Ah, guck mal hier. Ja, stark. Und da ist Hasi. Hier sind noch ein paar Statistiken. Oh ja? Ja. Helto Andi, Master of the Dark Side. Du warst auch noch im Pool. Leon Gonze Entertainment Award. Stimmt, ja. Wie die einfach meinen Namen doxen. So, Most Kills with One Shot ist Leon. Richtig. Most Damage with One Shot ist Leon. Richtig. The Best Shot Award was Leon. Richtig. Andi hat Strategie Award gewonnen. War ich überhaupt dabei? Nee. Nee, du hast nichts gewonnen. Wobei hier, Matteo was the most useless. Stark. Stark. Ist auch ein Preis. Oh. No. Hat die bei Rush, Charlotte? Stark. Einfach mal einen Eisbären geslayed. Oh, fuck! Yo! Stark. Panzer zielt auf dich. Nee, auf euch gerade im Chat. Bei mir ist noch ein bisschen nicht ganz richtig vom Winkel. Ja, auf mich nicht mehr. Oh, oh. Nun. Ja. Fuck! I dodged. Oh, der kippt nach hinten, der kippt nach hinten, der kippt nach hinten, der kippt nach hinten. Nein, 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 don't do it, was? Can you do this? Oh mein Gott. Oh! Ich hab nichts anderes erwartet. Weiß nicht so genau, Icarus. Wo der ist. Was war das? Dramatische Szenen spielen sich ab. Es ist ein Laserhund, der ist hier draußen unterwegs. Ich frage ihn kurz, was er von der Lage hält. Ein Laserhund, was sagen Sie denn zu dieser ganzen Misere? Denn stark. Wie hießen diese lilanen Apfelkorsen? An sich ja, Kekskaiserin, ja. Oha. Pflaum! Oh, war das Pflaum? War die Juno ein Avatar? War Pflaum? Pflaum? Pflaum. Pflaum, ja. Pflaum. Pflaume, nackig. Ja! Also, Mion hat einen neuen Avatar, oder? Hallo, Juppie, grüß dich. Okay, wir haben da Käse und Eichel. Ach, nee. Ach, nein, warum? Ja! Ja, fragt euch nicht, warum ich da hingeguckt habe. Nee. Und fragt nicht, was das zusammen kombiniert ergibt. Oh, Tito, ja, ist okay. Okay. Ja! Ich hab vorhin noch auf den Chat geguckt, ja? Hier war ein Chat. Nenn mich Muschimann. Ich will der Allerbeste sein, das wie keiner Moment. Vor mir war. Ganz allein leg ich sie mir. Ich kenne die Gefahr auf Geschlechtskrankheiten. Ich lecke durch das ganze Land. Muschis weit und breit. Dem, 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 dem Muschimann ist am Werk. Haltet euch bereit. Stark. Muschimann
Nur ich und deine Muschi. Slide. Cooler Moonwalk. Stark. So. I'm an observation duty, okay. Da soll noch einer was sagen, ne? Wo ist the giant man? Ich komme! Start! Fahr mich verlinks! Ja. Was ist passiert? Trink machen solltest. Dafür sage ich zu wenig hier. Ja, sorry. Oh nein! Pokémon habe ich irgendwie anders in Erinnerung, ja. Ja? Ja! Oh, oh no! Habt ihr das gesehen? Ja, Karma. So, falls es noch niemand wusste, ich habe das vor ein paar Monaten durch meine Frau gelernt. Also guck mal, dieses Ding hier, das funktioniert nicht mehr. Oh. Ja, gut. Hm. Ich häng Darwin einfach. Nice. 2, 1. Ja. Kacken. Hui, hui, hui. Oh, ich wollte das Level sowieso nochmal von unten sehen, du nicht? Ah! Fuck, ich hab den Faden hingesetzt! Nein! Wir platzieren! Ja? Warum muss mein Fernseher jetzt ausgegangen? Eingehackt! Lena, dein Snack fürs erste Date. Ihr kennt wahrscheinlich die Oliventheorie von How I Met Your Mother. Und genau das gleiche gibt's mit Dickmans. Nämlich, magst du lieber die Waffel oder die Schokolade? Die Schokolade. Okay. That's how it works, guys. Okay. Cool. Gutes erstes Date, oder? Kommst du nachher mit in mein Hotel? Gerne, geil. Wenn ich für diese Drecks-Horror-Games jedes Mal gezeigt werde, wo ich mich jedes Mal erschrecke, ich hasse es! Wie bitte? Also, ich fühle mich jetzt hier persönlich angesprochen, ja? Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Horror-Games ich jetzt noch spielen werde. Die schlimmsten Horror-Games, die es auf dieser ganzen Welt gibt. Nur, damit ich mich hoffentlich richtig doll erschrecke. Und dann sage ich all meinen Mods, dass sie Clips machen sollen. Und andere Leute auch. Und dann schicke ich die Clips ein, damit du die siehst und damit du dich erschreckst. Ja, liebe Leute, die Tobido, jeden Mittwoch und Donnerstag ab 19.30 Uhr beziehungsweise ab Mitternacht spiele ich Horror-Games. Ne? Ich will dir nichts sagen, aber was für Jumpscare? Ich hab mich auf meine Spucke verschluckt. Aber du erschreckst dich nicht so oft, ja, weil es halt auch meistens einfach nicht zum Erschrecken ist. Einfach toll. Wer hat Vodafone einen Sub gegiftet? Shalom! Ist Doni nicht live? Doch. Nein, bin ich nicht. Noch, als ich Mittagsbubu gemacht habe, habe ich gesehen, die live. Oder ist sie schon wieder offline gegangen? Ach, die guckt meinen Stream. Ach, das nennt die Content, die Frau. Das nennt die Content. Also, verstehe. Das ist also dieses Content. Verstehe. Stark. Hallo Maggie Maus. Nein, meine Hand größer als mein Gesicht? Ja. Oh, wirklich, Lenny? Wirklich? Wirklich? Shame. Shame. Schande. Döner Hawaii ist geil. Döner Hawaii ist toll. Können wir das kurz skippen? War der falsche Knopf, scheiße. Ja. Mann. Ja. Bitte reagier mal auf Danergy. Was ist das? Ach so, das Getränk. Oh Gott. Einfach oh nein. Energy, oh nein, er wurde zum Getränk degradiert. Danergy, F an dich, Bruder. Hallo. Er ist jetzt einfach ein Getränk geworden. Ja, wirklich. F an dich. Das ist bitter. Halt deine Fresse, Chris. Ja, wirklich. Deine Klippe hin.
Dankeschön. Milfahrt, dankeschön. Ist das wirklich ein Name? Milfahrt, vielen Dank, ich frag nicht. Was? Ja, heiße Milf mit Honig. Nee, Milhart. Millihart, oh. Wer ist hart? Mein vom Internet zersetztes Gehirn macht komische Dinge aus Worten. Hallo Millihart, danke. Ach hier, übrigens, Gronkh hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Nachträglich, wenn du das hier siehst, Gronkh. Dankeschön, ich, vielen Dank. Das ist ja unangenehm. Gestreichelte Wände? Gestreichelte Wände? Wie nennen wir das sonst? Ich hab keine gestreichelte Wände. Sie sind weiß bei mir. Was? War das auch falsch jetzt? Hä, gestreichelte Wände? Wie sagt man das denn sonst? Was habe ich getan? Sieh, wozu du mich getrieben hast. Du hast doch nicht... Nein, du hast dich umbenannt? Warum hast du dich denn jetzt umbenannt in Milfahrt? Warum hast du das getan? Was? Warum? Ich habe mich doch nur verlesen. Ich habe es doch korrigiert. Warum hast du dich denn umbenannt? Milfahrt einfach, ja. Wie hart willst du sein, Milfahrt? Speichern mal und laden rein. Speichern mal und laden neu nicht rein. Nein, nein, no, ja, und F. Nein! Habe ich auf neues Spiel gedrückt? Ja. Oh, und ich die speichert. Nein! Nein! Ey, Kenny, was geht? Ich hab aus Versehen auf neues Spiel und das hat automatisch gespeichert! Nein, du hast gespeichert! Und mein Kind wird so richtig Sandy. So dreckig. Halt, hab ich auf voller was? Matsche am Boden. Ja, ist gut. Hat so Pferdeöppel in der Hand. Das ist nicht und so, so sagen, gut. Mama, lass mal Rodel gehen. Ich will in den Sand, ich will in die Matsche gehen. Und ich sag, ja, komm, hier hast du eine kleine Jogurette. Nochmal. Okay, es sind so viele random zusammengewürfelte Worte, dass ich nochmal gucken muss, um zu verstehen, was gerade passiert. Sandy, was? Was ist mit Jogurette? Warte, ich gespeichert. Vor allem, wie kommen wir von der Transition, dass das Kind Pferdeäpfel in der Hand hat, dass du dem Jogurette gibst? Sandy. Und mein Kind wird so richtig so dreckig, ja. Voller Matsche am okay. Boden, bin hat so Pferdeöppel in der Hand. Das ist ein bisschen weird. So sagen, Mama, lass mal rodeln gehen. Lass mal rodeln gehen? Was sagt das Kind, lass mal rodeln gehen? In der Pferdekacke oder was? Ich will in den Sand, ich will in die Matsche gehen und ich sag... Ich will... Okay, was? Okay. Will in den Sand, will in den Matsch. Okay, ja, ja? Mhm. Ja, komm, hier hast du eine kleine Jogurette. Und dann kriegst... Okay, dann kriegt das Kind mit den Pferdeäpfeln in der Hand, kriegt die Jogurette. Stark, Sandy. Ich bin aber selber auch so ein Kind, das einfach gerne so Sandkuchen genascht hat, ne? Matschrodeln, man kennt's, ja. Also ganz ehrlich, was willst du in Zeiten des Klimawandels denn anderes machen? Du hast ja nur noch ein, zwei Wochen Schnee im Jahr. Also hier in Bayern ist halt maximal ein, zwei Wochen Schnee und ansonsten hast du Matsche. Und das, was früher halt Rodelstrecken waren, ist halt, wenn halt mal irgendwie ein bisschen Regen da ist, halt am Erdhügel, kannst du halt auch runterschlittern. Geht auch. Ja, also macht schon irgendwo Sinn. Es gibt auch diese Kinder, die Gras eklig finden, ne? Also, meinst du, Gras, das auf dem Boden wächst, so? Rasengras? Oder, das, was jetzt legalisiert wurde, Gras? Hier, Geld. Bitte bring mich nicht mehr zum Folterknecht. Ich fand ihn zwar sympathisch, aber nicht mehr bei der Arbeit. Hi, Karas, grüß dich. Vielen lieben Dank. Danke für 19 Monate. Wie ist es aber? Hallo, wir haben den 1. Mai, es ist, 1. April. Hallo. Es ist legal, ja, bitteschön. Smaugi grüßt dich. Rodeln auf dem Sand, ja, warum denn nicht? Also mittlerweile, du kannst ja auch auf Sand, kannst du tatsächlich auch Snowboard fahren. Warum nicht auch rodeln? Rodeln wahrscheinlich eher schwierig, du brauchst halt eher so ein flaches Ding, kannst Zipfelbob. Zipfelbob auf dem, in Dubai. Oder in der Sahara, an der Düne. Geht bestimmt. Bestimmt geil. Oh, da wurde gebumst. Der Doggo. Probierst du was Bestimmtes? Probierst du? Okay, ich sehe. Guckt euch den Feini an. Weg von mir, maybe. Ah, geil, so ein Feini. Ich sehe. So ein Feini. Ich geh total rum. Er wäre gern so klein, aber er ist so groß. Und er möchte drauf. Auf den Platz. Feini. Auf den Schoß. Du springst. Warte, Chuck, warte.
Ja, oh, fein. So ein Feind. Ja. Hi, schön, hier grüß dich. Auf Sand geht ab, glaube ich. Aber hier, das macht ja wirklich Spaß, das Spiel. Also, das ist ja wirklich witzig. Oh, bitte jetzt rein ins Ziel. Oh, unser, okay, oh, der war hart. Der war wirklich hart. Der hat richtig geschnallt. Ja. Hallo. Was hast du jemanden umgebracht? Ja, wann spielst mein du mal kind? Wieder mit Gronkh und Tobi? Wenn Tobi Zeit hat und Gronkh Skill. Ist das eventuell falsch? Wir gucken nochmal. Wenn es falsch ist. Ja, das haben wir auch gespielt. War okay. War okay. Wenn jemand was haben will, dann will er es haben. Wenn nicht, dann halt nicht, ne? Okay. Stark. Ey, Spoiler, ich werde es noch spielen. Hallo. Nein, nicht weinen. Weinen ist illegal. Wer ist das? Ist das Arthur? Nicht gucken. Oh mein Weggucken. Gott. Hallo, Spoiler. Ich will nicht mehr spielen. Ist das Arthur? Hallo, Spoiler. Oh Mann. Hey, Eden! Das ist mein Setup, holy shit. Oh! Mann, letzten Blinker. Boah. Okay. Moin. Hallo. Do you have Limo, Dings, Limo, hack drauf, scheiß drauf. Adam, da üben wir nochmal, ne? Was war das denn? Was war das denn? Limo? Was ist denn das? Ist er in Italien? Wo ist er denn da? Light, Vegane? Warte mal, jetzt will ich analysieren, wo da ist. Moin. Hallo. Do you have Limo, Butter Cheese, Tresola, Ricotta, Zucchini. Das ist schon Italien, oder? Oder ist... Ich sehe sonst keine Indizien, aber das sieht gerade Prosciutto Cotto. Ja, komm, der ist doch safe. Was ist denn das für ein Laden sonst? Halt Geogesser? Sieht nach Italien aus, ja, ja. Also allein von dem, was hier da steht. Donno, das ist, okay, das ist irgendein Pizzaladen, hätte ich jetzt gesagt. Prosciutto, Bresola, Tascino, ja, ja, komm. Dings, Lemmo, hack drauf, scheiße. Spätestens jetzt wüssten wir, oder? Drauf. Das ist eine Eisdiele. Piadineria. Okay. Ich muss das einmal lernen. Das ist Leipzig, ja. Genau. Tonne geht es weg. Ja, gut, aber Pizza gibt es ja überall und Tonne ist halt Thunfisch. In der Pizza hier irgendwie italienische Namen zu haben, ist nicht so. Ist außergewöhnlich. Bielefeld, ja. Links. Einer noch Smoke. Oh nein! Das war eine Nate, das tut mir leid! Oh, ich hab's gesehen! Das ist ja so gut! Nein. GG! Ich werd schon wieder verkauft. Müssen legen. Das wurde nicht mehr verkauft, das war... Nein! Let's outside. Sprachausgabe, Dialogfeld. Vorerst Sprachausgabe. Stark. Aua, 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 aua. Ich bin im Weg. Ich bin nicht mehr in Lava gefallen. Das. Okay. Ja, GG. Nein, ich wollte gerade sagen, das gefällt mir. Nein. Hallo! Hallo! Warum habe ich so gedingst? Ich bin keine Prinzessin. Warum? Die arme Katze! Nein. Ich bin doch nur gelaufen! Du hast die ganze Zeit gegen den Mülleimer getreten! Mensch! Oh Mann. Nein, warum treten alle Katzen? Hört doch auf, mal die Katzen zu treten jetzt. Und zur Mundbeatmung, let's go. Do it. Ich wollte sie streicheln. Ja, mit dem Fuß oder was, ja, Alexa? Ist, also, als ich dich kennengelernt habe, dachte ich mir so, boah, das die Kimi, die denkt jetzt nicht so oft an Obst. Oh, nein.
Bitte was? Unteren Geräusche. Was? Was ist die tiefere Aussage dahinter? Egal wie ich es drehe und wende, was ist damit gemeint? Holy shit! Okay, Lilly, was war das für ein Brainfart? Okay, ja, liebe Leute, das war hier Streamclips Germany, nutzlosester Mitspieler. Das war in dem Fall Matteo, ich verstehe. Okay, Winfake Clips Folge 251. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Kommentiert auch gerne, wenn ihr Vorschläge habt in Bezug auf, wie ich hier reacten soll. Ne? Ich hoffe, ich habe es diesmal ein bisschen besser gemacht. Zwinker, zwinker. Ansonsten schaut auch gerne jeden Mittwoch und Donnerstag vorbei auf Twitch. Unten in der Beschreibung ist ein Link, da könnt ihr gerne mal raufklicken. Und ansonsten, ja, 5€ Spiele. Ab 19.30 Uhr mit Glücksrad und ab Mitternacht Horrorspiele. Ne, dann könnt ihr euch mal selber überzeugen, ob der Dito hier Scheiße labert. Und ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen lieben Dank.